Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu Road 96. Wir sind hier wieder an der Grenze und wollen jetzt über den Gipfelweg einmal über die Grenze kommen. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was jetzt passiert. Das sieht auf jeden Fall schon mal steil aus. Na, hoffentlich schaffen wir das. Hoffentlich. War da gerade ein Geräusch? Okay, da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Aber gut. Und wir nehmen diesmal das meiste Geld von allen mit rüber. Wow. Nicht schlecht. Springen. So, wenn es schon 100% sind, hoffentlich müssen wir nicht nochmal würfeln. Hoppa. So. Na gut. Das kostet bestimmt wieder Energie, oder? Was passiert denn jetzt? Okay, das ist gar nicht gut. Nicht, dass wir gleich nochmal Jared finden. Immer wieder ein bisschen gruselig. Diese Übergänge. Ah, sehr schön. Wow. Jetzt ist es wieder sehr entspannt. Was ist das? Ist hier oben irgendwas versteckt? Reste von vom Sprengstoff, der möglicherweise bei dem Bombenanschlag von 86 verwendet wurde. Oh Gott. Okay. Ich glaube, ich würde mich nicht hier hinsetzen. Oh Gott, ist das dunkel. Bloß nicht drehen im Schlaf.
Wir sind, glaube ich, schon mal auf der anderen Seite. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Wingsuit. Mit einem Fallschirm. Dann einfach mal wegfliegen hier. Wie bei Far Cry. Oh Gott. Oh Gott, nicht da lang. Hier lang. Noch mache ich mir keine Sorgen. Nicht runterfallen. Gott, ob wir es überhaupt runterschaffen? Und hoffentlich erkennen wir hier keinen Rucksack wieder. Seil nehmen. Das könnte es sein. Bis nach ganz unten vielleicht. Hoffentlich. Ja, wir sind durch. Nothing is more important, but there are many others in Petra still looking for it. 42 Tage später. Und da ist wieder die Mauer. And their journeys have only just begun. Ich frage mich nur, was jetzt passiert. Episode 6. Dann müsste das aber die letzte sein. Fortsetzen. Hello, Sonia Sanchez here. Welcome to the Sonia Show. Well, viewers, another robbery has occurred on our roads. This time, the victim was one of the sponsors of our show, Super Supper. Bizarrely, I'm told the robbers used a pig to collect their funds. Speaking of Super Supper, have you tried their latest delicious burger? Your stomach will thank you for it. Now let's take a moment to look at the latest candidate polls. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. As we approach election day, more and more protests are occurring in our fine country. Don't support the violence. Vote for Tyrak. As you know, the Sonia Show is very concerned about our youth who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Vermisst. Remember, if you have 23, 18 und 5 Tage, 16, 16, 17. 2040 Kilometer. Das wird unser Kandidat mit $6. Und von der Grenze trampen. Den nehmen wir. Los geht's. Kilometer. Wird sich jetzt aber, glaube ich, alles zusammenfügen, gehe ich mal von aus. Yo, welcome to my dope ride. Teenage Dirtbag. Guck mir den ganzen Songnamen als Kapitel, Titel. Danke fürs Mitnehmen. I don't sweat it. Just one homie helping another. Gotta look out for one another on the streets, you feel me? Der kleine selbstgebaute Computer von Alex. Yo. Ah, schön mit diesem Durchsichtigen. Oh, hell no. Oh nein! Scheiße. Was ist? Was ist? Gotta say something, dog. Don't be one of those weirdo silent riders. Damit haben wir alle. Am Wahltag unterwegs zur Mauer, hast du von dem Jungen gehört, der beim Überqueren der Grenze gestorben ist? Wie vom Jungen? Wir haben doch ein Mädchen gespielt. Am Wahltag unterwegs zur Mauer? Don't know yet, but it seems like something big is gonna go down.
Ich hoffe, ich werde nicht darin verwickelt. Die Revolution ist nah, mein Freund. Ich hoffe, es hilft Flores, was auch immer es ist. Tyrant could spin whatever happens in his favor. Dang. I think that's Ex-Mom. Deine Ex-Mutter? Yeah. She adopted me when I was 4. Then treated me real well. But Homie needed to make a change. Klingt ziemlich kompliziert. Was meinst du mit Tapetenwechsel? Had to drop her. She told me my bio parents were brigades. She knew that, but she never said nothing for 10 years. Schön mit Dosen. Das ist echt beschissen von ihr. Wer sind die Brigaden nochmal? Vielleicht hatte sie ihre Gründe. Like what, dog? Ich weiß nicht genau. Zum Beispiel, dass sie Wahrheit wehtun könnte. It did. But she made it hurt worse. So, that's why she's ex-mom. And that's why I ran away and I'm on the road. Alex? Alex? Ich hab gehört, wie sie um Hilfe gerufen hat. Sie will unbedingt mit dir reden. Du solltest antworten. Maybe I should. Check the scanner at your feet. Jo. Ah. Right there, dog. What you want, ex-mom? Oh, thank God. Baby, we got a call. The bank near our home's being robbed. I know things aren't great between us right now, but I need you to do your thing and access his cameras and tell me what you see. Deine Ex-Mutter ist bei der Polizei? Yeah, she's 5-0. I got a complicated pedigree. I'll help you with my super dope tech. But that's the last time, woman. Thank you, baby. Big Dog is not a baby. Was machen wir jetzt? Also, kann ich helfen? I'm gifted, but I can't do everything. You gotta get in the back. Yeah, homie. I'm in the intel game. Big Brother is watching us, so I'm watching Big Brother. Okay, dann gehen wir mal nach hinten. Was können wir denn tun? Was mache ich jetzt? Tweak the antennas to make the image clear and tell me what you see. Ex-Mom, give us a sec. I'm driving and homie is in the back. You're what? Yo, chill. So, und die nochmal. Das sieht gut aus. Nee, das muss so stimmen. Sieht das gleich? Das sieht gut aus. Ich sehe zwei Einbrecher, männlich. We see two burglars, Ex-Ma. Male. Got it. You see any hostages? War das nicht da, wo wir mit dabei waren? Nee, das war schon gut so. Und dann hier das. Keine Geiseln. Good. Anything else? So, und einmal klarstellen. Und es sieht so aus, als ob sie Idioten sind. And homie says they're kind of dumb. Ugh, not these guys again. Okay, I'll relay all of this. Thank you, baby. Homie, I'm a bit tongue-tied with Ex-Ma. Got any advice? Sag ihr, dass du sie bald anrufst. Sag ihr, dass du kein Kind bist. Sag ihr, dass du bald anrufst. Look, I'll call you soon, okay? Okay, baby. Sounds good. Alex. Yeah? You know I love you, right? Yeah, I know. Bye, Ex-Mom. Sorry you had to see that dog. An deiner Stelle wäre ich aufgewühlt. Gibst du ihr noch eine Chance? Du bist zu hart zu ihr, ja. Maybe. Maybe I am being rough on her. Life, it's complicated. Especially when you're 14 and a genius. Anyway. Thanks for helping me and Ex-Ma back there. Wir haben den Bullen geholfen. Kein Thema. Das hat Spaß gemacht. Look at us, man. Two fly homies on the road of life. Ja, nur zwei Bros. Danke fürs Mitnehmen. No problem, man. You would have done the same for me. Setz mich ab, wann auch immer du willst. Cool, cool, cool.
Aber ist schon ein gutes Stück. 1473 Kilometer zur Grenze. August 1996. No, you listen to me. What you did is unforgivable. Was ist da los? Listen to me now. Leave Alex alone. Go away, young blood. No, you listen to me. What you did is unforgivable. Are you threatening me? Was ist da los? Of course he said yes. He thinks this is all a game. Na ja, schauen wir mal, ob wir irgendwas finden. Autoschlüssel. Liebe Marilyn, ich hasse es, von Brigadeabschaum ausgenutzt zu werden. Als Patriot will ich die Hotline anrufen. Das ist meine Pflicht, aber ich habe Angst davor, was sie mir, dir oder unserer süßen Ruta Bega antun werden, wenn ich das tue. Oh, wie sehr wünschte ich, ich wäre stärkerer Mann. Wie sehr wünschte ich, ich wäre mehr wie Tyrek. Mit freundlichen Grüßen, Wendolf. Naja. Ah ja. Wir möchten dich hiermit in Kenntnis setzen, dass dein Geschäft nun von den Brigaden übernommen wird. Wir wissen, wo du, Marilyn und dein Hund, Ruta Bega, übrigens ein süßer Name, wohnen. Also tu nichts, was du bereuen könntest. Ja. Na gut, wir waren nie hier. Das Geld war auch schon vorher. Das ist klar. Kann ich hier auch nochmal vandalieren? Nee. Aber hier. Are you threatening me? Schon wieder? Was ist da los? Don't tell me to calm down. You're putting a kid in danger. Listen to me now. Leave Alex alone. Ist der Typ am Telefon? Don't know his name. Don't tell me to calm down. You're putting a kid in danger. Na gut, wir gehen mal rein. Komm. You don't want to go down this road. Oder kann ich hier noch? Softdrink. Ich bin mal so frei. So. Oh, hat nur einen Balken gebracht. Ich dachte zwei. Na gut. What do you want, kid? If you want food, sorry, only truckers can eat you. Der Typ am Telefon? That's Big John. I heard things about him. Shady things. Zum Weg zur Mauer? Actually, yeah. Backup security for Tyrek. To ensure his victory, you know what I mean? Now get out of here before I call the cops. Schau mir jetzt erstmal hier einen Rubbel los, nochmal. Ja, cool, wir haben gewonnen. Das erste Mal. $20. Nice. Ich hatte das irgendwie gerade im Gefühl, dass wir vielleicht gewinnen. Wir probieren es mal. Komm. Oh, lol. Okay. Wir haben ja richtig Glück jetzt. Wir haben wohl ein Glücksburschen erwischt. Nee. Oh, nochmal ruhig mit Jan. Aber wir können mal. Glücksstern. Ach so, das sind. Habe ich vorher gar nicht drauf geachtet. Komm, wir holen mal testweise nochmal andere. Naja. So viel zu niemals verlieren. Ja, $33. Das passt. So, wozu haben wir denn. Wozu haben wir denn die Schlüssel?
Listen to me, Robert. You asked a kid to make you a bomb. Are you stupid? If anything happens to him, I'm coming for you. Got me? Kid, it's me. Can we talk? No, no. Listen, please. You don't want to do that. I know what I promised you, but you can't do that. Please, listen! Hello? Hello? Oh, God damn it! What are you looking at? Young Blood, come over here. Hallo. Okay, da kann ich auch nicht ran. Ich setz mich mal. Listen, sorry I yelled at you earlier. I was just angry at myself. Anyway, I feel better now that I've eaten a little something. Wind auf dich selbst, eine Kleinigkeit, das freut mich. Dass es dir besser geht. Well, when I get emotional, I eat. What can I say? Hast du von einem Kind gehört, das an den Mauer gestorben ist? I did. Makes me sick, them saying the brigades did it. What about you? What do you think? Ich habe alle Hoffnung in das System verloren, dass wir uns jetzt alle erheben müssen. Unter Floris wird das nicht passieren. I wish I could 100% agree, but I've seen many politicians come and go. Hey, I got all this food. Eat something. Danke. Hey, feeling better? Still look like you've run a marathon in the desert. I got an idea. Why don't you catch up on some Z's in my rig? Was könnte ich da... Ich könnte tatsächlich etwas Schlaf gebrauchen. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Well, you don't really, but you can. You have my word. Dann schlafen wir mal ein bisschen. Up, young blood. Sorry to wake you like this. How'd you sleep? Ganz gut. Glad to hear it. That's Robert. He's the guy I was angry with on the phone. It was funny. I once considered him a friend. That's the kid I was talking to. He's crazy smart, young blood. Schien ziemlich angespannt zu sein. Ich glaube, ich kenne ihn. Glasses and a tiny computer? Ja. Small world we live in. He thinks I broke a promise. And I did. But I have my reasons. Was war das Versprechen? I promised to tell him about his biological parents. I knew him. They were in the brigades, like me. Listen, I hate to ask this, but I need your help. Ich möchte helfen. Thanks, kid. The kid won't listen to me. But maybe he'd listen if you gave him a call on the CB. Was soll ich sagen? I don't know. But be honest, and don't speak down to him. We gotta get him to step away from Robert and the bomb. A lot of people could get hurt if we don't. Ich schätze, ich kann es versuchen. Thank you, young blood. The CB is in front of you. Funkgerät verwenden. I told you, John, I don't want to talk. Ich bin nicht John. Hallo, ich bin nicht John.
Ich bin ein Freund von John. Ich habe dir dabei geholfen, deiner Mutter zu helfen. I remember. Yeah, that was cool, homie. I see John's ID on the CB. He there? Ja, ist er. Man, I knew it. Ich will kurz reden. Homie, I don't want to be rude, but why are we talking? Weil John sich Sorgen um dich macht. Ich will nicht, dass Menschen verletzt werden. Du scheinst ein guter Mensch zu sein. Weil John sich Sorgen um dich macht. Ich will nicht, dass Menschen verletzt werden, das nehmen wir. Weil er ist halt gerade ziemlich sauer und dann interessiert ihn das, glaube ich, nicht. Ich will nicht, dass Menschen verletzt werden. I see. He told you what I was doing for Robert then? Look, I don't see where this discussion is going. I'm about to hang up. Please, don't lose him, young bud. Was soll ich machen? I don't know, but keep him talking. Du bist schlau, du weißt, dass eine Bombe töten kann. Liest du nicht, dass Robert dich ausnutzt? Du bist schlauer. Ne? Ja, wir machen das mal. Yeah, of course. But sometimes people need to be hurt for a good cause. You know what Tyrak's doing to teens, homie. John macht sich Sorgen. Er hat mich darum gebeten anzurufen. Du hast so viel Potenzial, Alex. Yeah. One day I'm gonna start my own company, yo. It's me, kid. Don't do it. You don't want blood on your hands. Believe me, I know. I just want info on my parents. No one will tell me anything. John, erzähl ihm von seinen Eltern. I don't know where to start. Fang mit ihren Namen an. Erzähl ihnen einfach alles, was er will. Fang mit ihren Namen an. Naomi and Steven. Those were your parents' names. Naomi and Steven? Erzähl ihm was anderes. Es funktioniert. Mach weiter. What you did? That hurt me, John. We had a deal. I trusted you. I know. I'm sorry, kid. Please forgive me. I want to know more, but not like this. Can we meet soon? And you'll tell me everything you know? Yeah. Yeah. I promise, kid. Oh, Mist. Da war okay. Noch was. Bye, John. See you soon, kid. Alex wird die Bombe nicht bauen. Das ist, glaube ich, gut. Also würde ich mal sagen. Es sei denn, da ist irgendwo ein Plotter dahinter. Thank you, Youngblood. He's safe now. Thanks to you. Aber ich glaube, das war gut. Ich rede nochmal mit dem, wenn das geht. Nö, okay, dann nehmen wir das Auto, oder? Oder sollen wir nochmal... Nee, komm, wir nehmen das Auto. Wir nehmen das Auto. Wenn wir schon das Auto haben, nehmen wir das Auto. Oh. Ich glaube, das soll nicht so sein. 1473 Kilometer zur Grenze. Jetzt mal, wir werden in Kürze auch noch mal Jared treffen. Oh. Get in, Mitch. With pleasure. You drive. Don't look at us. Ja, okay. Kann ich nichts sagen? Oh. Was wollt ihr, Jungs? Wer seid ihr? Bitte, tut mir nicht weh. Was wollt ihr, Jungs? Just do what we say. Watch it! Just do what we say. And you won't get hurt. Die Waffen machen mich nervös. Shut up and step on the gas. Our motto not starting outside the laundromat after we rob it. Humiliating. You think I don't know that, Stan? It's your fault, you know. My fault? Oh, that's rich, Mitch.
Ich sehe gerade, wir sind schon ein bisschen überlänglich. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich würde mich drüber freuen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.